Feuer im Haus. Ein Schicksalsschlag, der jeden treffen kann. Wer mit dem Leben davonkommt, hat meist alles andere verloren. Für Familie Demir aus Hamburg wird der Albtraum zur bitteren Realität. Das ist ja gar nichts mehr. Jetzt kommt man hier rein und alles ist dunkel, leer. Das ist so grausam hier. Fast 200.000 Mal im Jahr rückt die Feuerwehr aus, um Brände zu löschen. Brandzehrung bis zum Fußboden. Erinnerungen liegen in Schutt und Asche. Mein erster Gedanke war nachts, mein Brautkleid ist verbrannt. Das wollte ich doch immer noch mal anziehen. Auch wenn kein Mensch zu Schaden kommt, sitzt der Schock nach dem Unglück tief. Oft stehen die Betroffenen vor dem Nichts. Wenn Sie eine Versicherung gehabt hätten für das Ganze hier, dann könnten Sie das alles ersetzen. Und so müssen Sie sehen, wie Sie bleiben. Eine städtische Notunterkunft muss in den nächsten Wochen als neues Zuhause dienen. Ja, hier müsst ihr auch mal das. Ich kann das eigentlich nicht so realisieren. Ich denke, jetzt bin ich im Krankenhaus, aber morgen kann ich wieder nach Hause, aber das geht ja nicht. Hamburg-Harburg. Am Morgen geht ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Flammen schlagen aus einem Fenster. Es besteht Lebensgefahr für die drei Kinder, die sich noch in der Wohnung befinden. Ihr Fluchtweg ist versperrt, doch die Feuerwehr kommt rechtzeitig. Die Lage stellte sich vor Ort dar, dass Flammen aus dem Fenster schlugen und der erste Angriffstrupp dann in die Wohnung eingedrungen ist. Und wir haben dort drei Kinder in einem nicht von dem Feuer selbst betroffenen Raum gefunden und dort mit der Drehleiter gerettet. Statistisch gesehen sterben in Deutschland jeden Tag zwei Menschen in den Flammen. Die Mädchen aus der Hamburger Wohnung haben Glück gehabt. Die Kinder haben alles richtig gemacht. Sie haben sich am Fenster gezeigt. Wir konnten sie somit auch gleich retten. Wenn wir sie nicht gesehen hätten, wären wir in einer fremden Wohnung, die total verraucht ist und dann nach Kindern suchen. Da geht es oft ab und zu tragisch aus und wir holen tote Kinder raus. In diesem Fall, Gott sei Dank, ist alles gut gelaufen, weil die Kinder genau alles richtig gemacht haben. Mit einer leichten Rauchgasvergiftung werden die Kinder ins Krankenhaus Maria Hilf eingeliefert. Zum Zeitpunkt der Katastrophe waren nur Gülan, Susan und Eylem zu Hause. Erst in der Klinik sehen sich alle neun Familienmitglieder wieder. Die achtjährige Susan ahnt, dass sie nur knapp einer Katastrophe entgangen sind. Ich habe geschrien, Hilfe. Dann auf einmal ist die Feuerwehr gekommen. Die sind erstmal nicht gekommen und dann ist dann eine Hand von hinten gekommen. Und dann erst ist meine kleine Schwester auf die Leiter gekommen. Ich hatte Höhlenangst, hat mich meine große Schwester einfach da reingeschubst. Denn als Letzte ist sie dann gekommen. Hätte die 13-jährige Gülan nicht so schnell reagiert, wären sie und ihre Geschwister jetzt nicht mehr am Leben. Meine Mutter kann das gar nicht wahrhaben. Sie ist glücklich, dass uns nichts passiert ist. Aber sie denkt jetzt auch schon, was wäre, wenn? Und deshalb weint sie auch die ganze Zeit. Mein Vater ist auch glücklich, dass wir es geschafft haben. Und der Rest ist auch glücklich, aber langsam machen wir uns auch schon Sorgen, wo wir bleiben. Was glaubst du, wie es jetzt weitergehen wird? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mutter Fatma, Vater Shefki und ihre Töchter Neyla, Gülan, Cihan, Susan, Ruken und Eylem haben bei dem Wohnungsbrand alles verloren. Auf eine Entschädigung können sie nicht hoffen. Die Familie ist nicht hausratversichert. Agethorst in Schleswig-Holstein. Gegen 1 Uhr nachts bemerken Nachbarn Feuer im Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr verhindert, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen. Mehr allerdings nicht. Die fünfköpfige Familie ist zur Brandzeit nicht im Haus. Der Tag danach. Die Polizei schließt Brandstiftung aus und vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Thomas und Gesche Mahnke nützt das wenig. Sie stehen vor den Trümmern ihres Lebens. Ja. Vor 6 Jahren hatten sie die alte Schule gekauft und seitdem Stück für Stück renoviert. Und ein Zuhause für sich und ihre drei Kinder geschaffen. Als wir hier ankamen und das Lichterloh brannte, da war natürlich... Das brannte ja nicht mehr. Naja, qualmte. Und das Dach war weg. Da war natürlich... Dach.
die Kinnlage erstmal unten. Ja, vor 3 Jahren haben wir das Dach erst neu gemacht, in Eigenleistung. Das war eine richtige Knüppelarbeit und das alles dahin. Was das Feuer nicht zerstörte, ist vom Löschwasser durchweicht. Das Traumhaus der Mahnkes wurde zum Grab für viele Erinnerungsstücke. Alles, was hier verbrannt ist, ist eigentlich wieder zu beschaffen. Es sind so ein paar Sachen. Ja, mein erster Gedanke war nachts, mein Brautkleid ist verbrannt. Das wollte ich doch immer noch mal anziehen. Das habe ich natürlich nicht getan. Und ein paar Kindersachen, die man weggelegt hatte, um sie den Kleinigkeiten den Kleinen nochmal. Es sind Kleinigkeiten. Oben, ich hatte meine Schallplattensammlung oben. Ja. Zunichte. Das kriegt man auch nicht wieder. Es ist nicht schlimm, aber es sind so Sachen, so, naja, hängen doch ein paar Erinnerungen dran. Ankunft der Brandermittler. Sie sollen die Spuren in der Asche lesen und wie ein Puzzle zusammenfügen, um zu rekonstruieren, was in der Brandnacht geschah. Der Nachbar, der das Feuer entdeckt hatte, ist sich sicher, die ersten Flammen im Dachstuhl über dem Eingangsbereich gesehen zu haben. Nach Auskunft von Thomas Mahnke verlaufen dort Elektrokabel. Doch gerade dort ist kaum noch etwas übrig. Ja, bingo. Kannst du ihn da oben trennen? Oder ich kann ihn auch trennen. Hältst du ihn fest? Kai Günther hat ein Kabel mit auffälligen Spuren entdeckt. Und hier, sag ich mal, bingo, die interessante Stelle. Also hier hat es einen satten Kurzschluss gegeben, also genau in dem Bereich, wo ich etwa stehe, ne, im angrenzenden Treppenhaus. Da sind wir auf dem Brandentstehungsbereich schon etwas, konnten wir etwas weiter eingrenzen, weil Sie ja auch hier sehen, hier haben wir einen gleichmäßigen Abbrand, wie es oft bei Dachgeschossen, Dachstuhlen vorhanden ist. Hier kann man im Dachbereich keinen Brandschwerpunkt anhand der Brandspuren lokalisieren. Man kann nur sagen, weil relativ der Schadenfeuer relativ früh auch hier im Flurbereich gesehen wurde, in Erdgeschosshöhe, dass es vermutlich im Bereich des Flures, des Treppenaufgangs im Erdgeschoss entstanden ist. Das wird jetzt dadurch bestätigt, dass wir hier genau im Bereich des Treppenhauses die Kurzschlussspur gefunden haben. Auch den Balken, an dem die Leitung verlief, findet Günther auf dem Dach. Wichtige Details für die Rekonstruktion des Feuers. Vorsicht, Säge fliegt auf den Boden. Ich stelle erstmal die Leiter wieder an. Herr Max, der Nagel rausbricht. Die Spuren weisen auf einen technischen Defekt hin und bestätigen den subjektiven Gesamteindruck von Eckhard Burger. Ja, so wie wir die Spuren gesichtet haben, waren sämtliche Türen und Fenster verschlossen. Und was hinzukommt, ist, dass der Hund der Familie sich im Haus aufgehalten hat zum Brandzeitpunkt. Und die jahrelange Erfahrung weisen doch darauf hin, dass ein Hund halt zur Familie gehört. Und es würde niemand übers Herz bringen, nun den Hund in der Wohnung einzuschließen und zusätzlich entsprechend darauf einzuwirken, einen Brand zu legen. Man würde immer das Tier mitnehmen. Familie Demir sitzt der Schock in den Knochen. Dass bei dem Brand in ihrer Wohnung niemand zu Schaden gekommen ist, gleicht einem Wunder. Einerseits bin ich glücklich, dass den Kindern nichts passiert ist. Andererseits, die haben ja auch alles verloren. Das tut mir auch leid. Aber ich habe halt gemerkt, dass man, ich meine, das war mir nie bewusst. Aber man kann alles verlieren. Hallo, 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 hallo. Also wenn sie nicht so gehandelt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich meine ganze Familie verloren. Wir haben auch niemanden, wir haben nur uns. Tochter Nayla kommt zurück. Sie hat sich in der Wohnung umgeschaut. Es war furchtbar. Die Decke war eingebrannt und es war nichts mehr übrig. Also ich habe es nicht wiedererkennen können. Ich habe noch ein paar Dokumente rausholen können, aber die kann man nicht lesen, wie man das auch an meinen Händen sehen kann. Da ist wirklich nichts mehr übrig. Ich bin nur froh, dass den Kindern nichts passiert ist und ich staune und wundere, was für einen Schutzengel sie gehabt haben müssen. Also dass sie unbeschadet davongekommen sind. Peter Holst vom Kriseninterventionsteam kümmert sich um die obdachlose Familie.
Der ehrenamtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes hat Erfahrung mit in Not geratenen Menschen.